13 Jahre später. Kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Das war ja sehr elegant, mein Freund. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Ich mach schon weg dort. So, wir kämpfen uns hier durch. Nicht rammen lassen. Okay. So spannend. Pardon, Madame. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Und diese ganze Parkour-Geschichte. So, und da kommen wir hin. Ah, spannend. Bitte entschuldigt, der ist noch nicht stubenrein. So. Huh. Pardon, pardon, pardon. Yeah. Ah! Damn. Ungeschickter Tölpel. So, jetzt müssen wir nochmal näher an ihn ran. Ich glaube, das nicht mit dem nicht rammen lassen, das wird bei mir nicht so gut funktionieren. Jetzt habe ich ihn. Jawohl. Ein dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. Achso. Ja, jetzt muss ich natürlich abhauen. So, da hoch sieht gut aus. Das machen wir doch gleich mal. Eieiei. Die schießen ja. Mein Gott, schieß doch. Schieß doch, meine ich doch gar nicht. Da hoch. Schnell. So, jetzt da hoch. Hallo? Hallo? So, das ist irgendwie noch ein bisschen. Mein guter alter Freund, der Heuhaufen. So, zum Anwesen von de la Serre gehen. Ach, herrlich, diese ganzen französischen Sachen. Das wird noch sehr, sehr witzig werden. So, wir sind wieder anonym. Dann probiere ich mich jetzt. Gehe ich jetzt erstmal da hoch und mache so eine kleine. So eine kleine Dingens, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Einmal Gebiet analysieren und so. So, darüber. Es ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Hier haben wir auch gleich ein Tool. Sehr gut. 100 Francs. Jawohl. So. Kommen wir da hoch? Yep. Jump. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier ran. Und ordentlich klettern. Ah, ich hab's vermisst. Muss ich ja ehrlich gestehen. AC4 war schon richtig geil. Da habe ich das jetzt schon mal langsam wieder vermisst. So, dann synchronisieren wir doch mal. Das erste Mal in diesem Spiel. Aus. Ich werde das bestimmt noch 12 Mal sagen. Es tut mir herzlich leid, aber es sieht richtig, richtig geil aus. Das jetzt aber noch nicht Paris, offensichtlich. Wenn ich das jetzt mal so richtig gesehen habe. So, jetzt kann ich jetzt auch wieder einen Todessprung machen irgendwie? Fallen lassen will ich nicht. Ja, okay. Also das bleibt wie immer. Dass gerade jemand neben mir aus 10.000 Metern Höhe in einen Heuhaufen gefallen. Ich verhalte mich mal neutral. Was ist da eigentlich los?
diese Logik, ne? Die feiere ich schon seit wie vielen Spielen inzwischen? Wahnsinn. So. Guck mal, hier könnten wir theoretisch reingehen. Bonjour. Oh, ich, lassen Sie sich bitte nicht von mir stören, werte Damen und Herren. Ich bin auch gleich wieder weg. Nein, mal was Realistisches. So, da geht so ein Typ durch deine Wohnung, so ein wildfremder Typ. Na, guten Tag. Kann ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten? Oder so. So, Parcours abwärts. Das machen wir doch auch mal. Das ist ja jetzt neu. Sehr, sehr cool. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Die Hinterhältiger grinst. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Maréchaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Sequenz 1, Erinnerung 1. Erinnerung an Versailles. Erinnerung abgeschlossen. Sehr schön. So. Ach, sieh ihn dir an. Seine Wange flackert ein bisschen. Aber das stört mich gerade nicht. Er sieht wirklich aus wie Ezio. Ein bisschen? Oder? Was sagt ihr? Ich mochte Ezio. Sehr gerne. So. Erinnerung bewerten. Ja, lassen wir das mal. Ich weiß nicht, das konnte man ja beim letzten auch schon. Das habe ich da auch schon nicht gemacht. Fortschrittsanzeige ansehen. Ja, müssen wir auch nicht. Wir fahren mal ganz leger fort. J'avais commandé un vin d'Anjou pour l'occasion. C'est péché de le gâcher. Irgendwas klingelt hier? Da unten. Machen wir mal den Popo abwärts hier. Spielen Sie Nomad-Missionen in der App der Assassin's Creed Unity, um diese Truhe aufzumachen? Nein! Verdammt. Nun gut, dann gehen wir natürlich mal zu unserer nächsten Aufgabe. Die Generalstände. Rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur.
An das Französisch muss ich mich gewöhnen. Das ist nicht unbedingt meine Lieblingssprache. Sire, Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu, nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Und wieder einmal rennen wir durch die Straßen und verfolgen Monsieur de la die Serre! Kutsche. Halt! So. Ein Aufzug. Ja. Muss von außen rumgehen. Macht Platz, macht Platz! Oder drüber. Wie war das? Okay, wir müssen uns beeilen. Verdammt, macht langsam! Hier hoch vielleicht? Eieiei. Muss man sich aber durchaus fix bewegen. Ich hoffe, ich laufe richtig. Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Du denn jetzt darauf? Wer führt denn bloß diese Kutsche? Pelops? Ah, ich rutsche ab. Vom Controller. Das war schon immer mein Problem. So kann ich hier wieder durch die Bäume, wie wir das kennen. Jawohl. Sehr schön. Das war das einzig Gute, was AC 3 vorgebracht hat, finde ich. Wie seht ihr das? Um die Ecke. Huch. Guten Tag. Der Kutsche voll. Kann ich jetzt hier einfach runter? Monsieur de la Serre! Jawohl. Nein, falsche Kutsche. Miss Excuse. Falsche Kutsche. Ah, verdammt. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Da hinten also hin. Tja, ist nur die Frage, ob wir den unbedingt von da hinten sehen. Ich meine, der kann ja sonst wo sein. Der gute Mann. Nicht wahr? Na gut, wir gehen wieder. Geht wieder Vernunft da hoch. Denn wir wissen ja, das ist ein Spiel und das leitet uns ganz famos immer zu der richtigen Stelle. So. Ab dafür. Ja, das sieht gut aus, mein Freund. Hast du ein Fitnessstudio, oder? So. Ja, rauf da. Synchronisieren. Hast du ihn entdeckt, Kumpel? Dein Fan-Augen? Guck mal, da ist noch eine Kutsche. Die Generalstände, 5. Mai 1789. Da seid ihr ja. So. Guck mal, wie praktisch. Dort befindet sich... die untere Galerie finden. Was? Was? Oh, wie cool. Ja, doch, das ist ein sehr cooles neues Feature. Das mag ich wohl gerne leiden. Oh, Adlerauge. Hm, drücken, um Adlerauge einzusetzen und die Wache in der Umgebung zu lokalisieren. Das machen wir. Bonjour. Gehen Sie durch dichte Menschenmassen, um unbemerkt an den Wachen vorbeizukommen. Alles klar. Auch das kriegen wir hin. So. Zack auch. Kann ich... Was ist das? Dann... Ich schlag euch den Kopf ab. Ja, ja, ja. Du schlägst mir hier gar nichts ab. So, gucken wir nochmal. Ist hier irgendwer?
dahin? Kann ich nicht dahin zu hoch? Ach, halt die Klappe. Nein! Was? Scheiße! Das hat ja nicht so gut geklappt jetzt. Ich wollte ganz, ganz toll hier einfach... Oh, hallo? Außen rumgehen und damit keinen alarmieren. Das hat natürlich ganz famos geklappt. Obwohl, epische Skills und so. So. Ja, nur los. Gehen wir dann mal hier runter. Was ist denn hier? Oh, ein Fundstück. Sehr schön. So, ich muss jetzt natürlich wohin? Hier irgendwo, oder? Sehe ich das falsch? So, gucken wir nochmal, wo die Wachen sind. Dortons. Ja. Ich muss offensichtlich da unten rein. Aber wie komme ich denn jetzt dahin? Hilfe. Tja. Ah. Bonjour. Anybody in here? Da unten ist das richtig. Guten Tag, bitte stören Sie sich doch nicht weiter an mir. Ich will nur kurz Ihre Kiste ausrauben. Yeah, 100 Fonds. Okay, es scheint hier keiner weiter Wache zu sein. Hat jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut geklappt, wie es hätte klappen sollen. Aber immerhin haben wir unser Ziel erreicht. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Meine Herren, der Tag, den mein Herz herbeigesehen hat, ist endlich gekommen. Heute sind wir umgeben von den Retterbetranken dieser Nation. Okay. Drin sind noch ein paar Wachen. Was ist denn dies in Deckung gehen? Habe ich nicht gezögert, diese Praxis wieder einzuführen. Eine Praxis, die dem Königreich Kraft geben und der Nation eine Quelle des Glücks sein. Redet der immer noch? Die Staatsschulden. So. Da unten stehen ein Haufen Wachen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Teuren, aber ehrenhaften Krieg ist noch weitergewachsen. Der einzige Ausweg, der uns blieb, war die Erhöhung der Steuern. Okay, der Bank der Gegner in der Szene in der Nähe ist, verfügt über eine Abklingzeit, bevor es eine einsetzen kann. Ah, okay, das ist auch neu. Das, übersteigerte Hoffnungen. Jetzt könnte ich wieder. Setzen sich fest in den Wo zum Teufel sind sie? Und diese beiden Dinge sind es. Von eurer Weisheit. Kann ich hier nicht durch? Guten Tag. Entschuldigung. Pardon. In diesem Vertrauen, meine Herren, habe ich euch hier einberufen. Endlich. Und ich spüre deutlich, die beiden schon wieder. Dass dieses Vertrauen mir gefolgt sein.
Denn bereits jetzt haben die ersten beiden Stände erklärt, sie würden auf ihre finanziellen Privilegien verzichten. Hinter die Bühne gehen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Alle Stände an einem Strang ziehen. Pardon, komme ich hier durch? Nein, warum auch? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Lassen Sie mich bitte durch, ich bin Arzt. Oder so. Komme ich hier durch? Ist auch egal, ich kann auch hier hochgehen. Hallo? Hallo? Freund? Wer wollte das gerade nicht? Okay, hier ist weiter keiner. Dann gehen wir einfach mal dorthin. Ah, okay. Habe ich das auch endlich mal geschafft? So. Tja. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt, wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Er ist einfach mal mitten in der Tür. Wie geil ist das denn? Ja nicht. Hallo! Oh, da habe ich nicht richtig... Jetzt habe ich pariert. Aua! Mein Gott! So, mein Freund. Krieg's aufs Maul! Oh, jetzt kommt ruhig, er. Mein Großer. Guten Tag. Ey! Sitzt einfach mal in Ruhe weiter rum. So, ausgewichen. Aua! Uns beide auf ein. Mal sehen, was du drauf hast, Bursche! Ja, also das ist schon ein bisschen anspruchsvoller als sonst. Muss ich sagen. Nicht gerade dein Tag, oder, Viktor? Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche! Halt! Was machst du da? Weglaufen! Okay, Wachen. Wachen in Blau sind Ordnungshüter, wenn sie jemanden in der Sichtfeld aktivieren. Aktivieren! Attackieren! Mein Gott! Ich brauche meine Brille. Oder töten, werden sie angegriffen. Okay, das kann man sich ja merken. Also die in Blau, die Jungs in Blau. Wer wird denn kommen? Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Gebiet verlassen. Das versuche ich wohl gerade. Bin ich irgendwo hoch? Hallo. Guten Tag. Könnte ich bitte hier irgendwo... Ja, das ist gut. Ja, sehr schön, mein Freund. Jetzt da noch hoch. Jawohl. Über die Dächer. So, aus dem Gebiet bin ich schon mal geflohen. Dann werde ich zu Hause auf Sie warten müssen. Gut, hätten wir das offensichtlich auch geschafft. Parierte Angriffe, ausgewichene Angriffe. Sehr schön, also Herausforderungen haben wir alle gemeistert. Mission auch abgeschlossen. Ich bin sehr gespannt, wie die Story sich weiterentwickelt. Das scheint ja noch einiges zu geben.